Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Call of Duty Modern Warfare 2 Video. Heute geht es um den vermeintlich stärksten Perk in Modern Warfare 2 oder einer der stärksten Perks auch in den vergangenen Teilen. Und zwar geht es um den Perk Geist, der leider tatsächlich nicht so funktioniert, wie wir denken. Denn man ist für kurze Zeit trotzdem sichtbar auf dem Radar, egal wie sehr wir uns Geist in unsere Loadouts reingeballert haben, denn wir kommen erstmal zu dem Punkt, Geist schalten wir ab Stufe 52 frei und es ist der letzte Perk, den wir über die Zeit in einer Runde aktiv haben. Und das ist auch etwas, was ich an dem Perk-System extrem bemängel. Jeder einzelne Perk wird Schritt für Schritt über Zeit erst freigeschaltet und ist dann aktiv und das ist mega ärgerlich. Und der Geist-Perk ist nach 3 Minuten 45 erst aktiv und jetzt kommt nämlich der Punkt, wir sind trotzdem sichtbar, wenn wir eine Waffe abfeuern. Das heißt, wir feuern die Waffe ab und wenige Sekunden nach dem letzten Schuss sind wir trotzdem noch sichtbar, wenn eine Drohne oben am Himmel ist. Denn auch neu in Modern Warfare 2 ist tatsächlich, dass wir, wenn wir eine Waffe allgemein abfeuern, ohne dass eine Drohne am Himmel ist, kennen wir es aus den vergangenen Teilen, wir sind für einen kurzen Moment mit einem roten Punkt auf der Minimap markiert, was jetzt auch nicht mehr der Fall ist. Also der Geist-Perk leider nicht so in der Funktionsweise, wie wir es früher kennen oder kannten. Und Geist ist eigentlich einer der stärksten Perks. Und wenn wir davon ausgehen, dass man eigentlich ständig unsichtbar ist und wir wissen, unsere Gegner sind stark, ist eigentlich auch ständig eine Drohne am Start. Aber da der Geist-Perk tatsächlich uns in der Beschreibung verschweigt, dass wir für wenige Sekunden sichtbar sind, solange wir im Gefecht sind, ist es leider nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Und ich würde eher zu einem Perk wie Zusammenflicken tendieren, der direkt daneben ist, sobald er aktiv ist und ihr im Gefecht seid, seid runtergeschossen, habt aber einen Kill gemacht, werdet ihr sofort wieder geheilt und könnt direkt wieder in die Action gehen. Schreibt mal in die Kommentare, ist es euch schon aufgefallen? Mir wäre es nicht aufgefallen, ich habe es tatsächlich auch nur von der Mein-MMO-Seite gesehen, weil man es selber sehr, sehr schlecht simulieren kann. Deswegen habe ich euch das hier nur in Textform oder mit meinen Worten beschrieben, wie genau die Funktionsweise ist. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie euer Loadout ist, was die Perks betrifft. Welcher ist der stärkste Perk eurer Meinung nach? Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.